Wir kommen jetzt zu unserem heutigen Gast. Ich will nur noch mal sagen, ich finde schon schön, dass wir ausschließlich frisch produzieren und finde es gut, dass du sowas nicht machst. Er ist tatsächlich, glaube ich, einer der besten Musiker dieses Landes. Und das nicht nur auf Platte, sondern vor allen Dingen live. Ja? Und deswegen gibt es jetzt auch für alle die, die das Konzerterlebnis noch mal erleben wollen oder für die wenigen, die es vielleicht nicht geschafft haben, hinzugehen, eine DVD von Hammer und Michel von der aktuellen Tour. Meine Damen und Herren, wir freuen uns sehr auf unseren Gast. Hier ist Jan Delay. Schön, dass du da bist. Moin, du warst noch nie bei uns. Das stimmt. Also hier in der Sendung warst du noch nie. Das stimmt. Ja, das ist doch irgendwie komisch. Ich finde es geil. Aber was ich geil finde, ist, ich glaube, ich war auch noch nie in diesem Studio hier. Aber egal, ob man jetzt Halligalli oder irgendwas anderes von dir oder euch, im Backstage ist das immer so gleich. Ja. Also, weil ihr kommt wahrscheinlich immer irgendwo hin und bringt immer eure Sachen mit. Und das ist alles dann immer so. Ja. Aber ist es Kritik oder willst du sagen, gleich schön? Auf jeden Fall gleich schön. Ja, vor allem sind es immer dieselben Leute, das ist es auch. Also ich glaube, wenn man jetzt neue Leute kennenlernen will, ist es Quatsch, als Gast hier nochmal herzukommen. Weil es sind immer exakt dieselben Leute. Und genau, und wir ziehen natürlich mit unserem alten IKEA-Scheiß immer wieder um. Ja, genau. Ja, Habt ihr irgendwo eine Lagerhalle, wo ihr das immer alles... Genau, ja. Man muss das ja nicht immer alles neu kaufen. Aber du bist jetzt auch gerade umgezogen, ne? Du bist endlich wieder da und das, glaube ich, scheint auch ein bisschen durch deine aktuelle Musik durch. Du bist wieder da, wo der liebe Herrgott dich eigentlich mal hin verortet hat. Du wohnst wieder in Hamburg. Ja, okay, ja, stimmt. Das hört man vielleicht ein bisschen, ne? Ja, vielleicht hört man das, dass du einfach glücklicher wieder bist. Ich war ja einer der wenigen, die dich... Ich habe dich ja mal in Berlin dann praktisch gesehen, wie du so angeekelt über so Märkte gelaufen bist. Na komm. Und einfach nur gesagt hast, was mache ich hier, was soll ich hier? Man hat richtig gemerkt, du bist hier nicht in deiner natürlichen Umgebung. Echt, ne? War das so? War das so offensichtlich? Okay. Ja, ich glaube, jetzt bist du freier und wieder glücklicher, oder? Es ist auf jeden Fall tatsächlich so gewesen, dass ich immer... wenn ich dann quasi in Hamburg war und einfach da war und mit dem Fahrrad rumgefahren bin oder so und Freunde wieder getroffen habe, zufällig. Und dass ich dann das immer mir das Herz aufgegangen ist und ich das immer so vermisst habe. Und jetzt bin ich endlich wieder da in Hamburg und fahre da mit dem Fahrrad rum. Jetzt läuft da halt leider niemand auf der Straße rum, aber es ist trotzdem wunderschön. Und ich bin da, glaube ich, sehr glücklich, ja. Also dein aktuelles Video, und das möchte ich sagen, und das ist vielleicht das, was ich meine, es ist so eine richtige, also der Song und auch das Video ist so eine richtige Explosion an Kreativität. Also wenn man so das Gefühl hat, da hat sich einiges angestaut und jetzt ist der Damm gebrochen und jetzt kommt einfach alles raus, was man je, also man hat das Gefühl, jede Idee, die du jemals hattest, da muss ist ich in auch diesem ganz, Video drin. Ja, kann aber das sein? Auch ganz, ganz dicke Props an den Regisseur, an David Auf den Brinke, der dieses Video, das ist auch auf jeden Fall seine Vision und sein Flash. Also das sind nicht nur, das sind seine Sachen. Der ist ein Wahnsinniger, also wie man da schon sieht. Ja, und vor allen Dingen, also... Auch du hast da nostradamische Fähigkeiten. Ja? Du sagst da, es sind finstere Zeiten, aber das muss gar nicht sein, dass uns die Wolken vertreiben. Ich habe Sonne dabei. Das hast du aber vor der Pandemie geschrieben. Ja, das stimmt. Weil ich wollte eine Platte machen, also will ich auch immer noch, sie kommt ja raus. Also vor der Pandemie war auch schon finstere Zeiten. So. Also ich hatte halt Schiss vor der ganzen Klimawandelsituation, vor der ganzen Rechtsrucksituation auf der ganzen Welt. Und wollte unbedingt eine Platte machen, die irgendwie gute Laune macht. Also nur gute Vibes, Mann. Halt nur positive Vibes, Mann. Aber eben nicht, um das Ganze irgendwie wegzuspielen oder runterzuspielen, sondern einfach, damit man, ja, keine Ahnung, was hat zum Energieschöpfen, zum sich motivieren, zum, weil es einfach klar ist, dass man definitiv was tun muss. So. Und deshalb diese Zeilen und deshalb auch ganz viele Texte auf dieser Platte. Und dann kommt diese Scheiße. Und auf einmal ist halt so, ja, guckst du in die Röhre. Und dann hörst du aber dieses Intro und denkst, fuck, die Zeilen passen einfach immer noch genauso, wenn nicht fast sogar noch mehr. Und und dann machst du es halt trotzdem. Und dann ist es echt krass, jetzt in dieser Zeit eine Platte rauszubringen. Also, also wirklich, das da, wenn ihr euch jetzt an eure letzten Monate erinnert, hier kommt das Gegenteil. Ja, es sind finstere Zeiten, aber das muss gar nicht sein. Lass uns die Wolken vertreiben. Ich hab Sonne dabei, nur positive Vibes, Mann, mit nem Bass und nem Groove. Earth, Wind und Feiern, und alles wird gut. Danke.
Danke dir. Wahnsinn, sehr, sehr gut. Und das ist nur das Intro. Und da geht es tatsächlich gerade erst so richtig los, ja? Eine Sache haben wir das sehr gut. Normalerweise ist es so, wenn die Platte jetzt noch nicht physisch fertig ist, wenn man jetzt noch keine Platte hat, die wirklich im Laden liegen kann, ja, dann kriegt man eigentlich immer so einen sogenannten Dummy. Ne? Und dann kriegt man so ein Ding, was so aussieht wie die Platte und meistens auch so groß wie die Platte. Und jetzt habt ihr also von eurer Plattenfirma was bestellt. So ein Dummy, damit man den in den Fernsehen zeigen kann. Haben gesagt, wir hätten den gerne in groß. Ja, ist angekommen. Es ist ja, also eigentlich, also in groß damit mein klar sowas wie ein Vinyl-Dummy, ne? Aber genau, haben also keine bisschen, CD-Größe. Damit er das hochhalten kann, sie haben ein bisschen mehr Bizeps. Also das Ding hier ist angekommen. So, also ich glaube, jetzt rafft jeder ungefähr, wie es gemeint ist mit der Platte, mit dem Artwork. Kann man das sehen hier? Können Sie das erkennen zu Hause? Was da steht? Ich glaube ja. Earth, Wind und Fire? Ich glaube ja. So sieht das jetzt aus. Ich habe ein uraltes Foto. Ganz dezente Schleichwerbung. Ja, aber ich finde es ja eigentlich auch clever. Ich habe ein uraltes Foto von dir gefunden, das wollte ich noch schnell zeigen. Ja. Guck mal hier. Das bist du. Ja. Wahnsinnig bekifft zusammen mit Dr. Dre. Ja, Mann. Ja, was war da los? Okay, es ist original, was haben wir jetzt, 2021? Das ist original 21 Jahre her. Boah. Da war er in München und hat Gold bekommen für die Chronic-Platte, die mit den ganzen Hits drauf. Und er ist bei der gleichen Plattenfirma wie wir gewesen, oder auch immer noch, Universal, damals war es Motor, und die haben ihn halt eingeflogen und die wollten dann halt, dass wir da auch hinkommen, haben uns halt auch eingeladen, weil sie natürlich wussten, dass wir irgendwie die größten NWA und Dr. Dre Fans sind und waren. Und das war das Größte. Ich war dann da und auf einmal, also bei dieser Verleihung, das ist ja immer ziemlich relativ dröge, ja. Aber natürlich, wenn Dr. Dre auf der Bühne steht, ist nichts dröge, und auf einmal nimmt er irgendwie das Mic und sagt, ja, ja. Yo, Absolute Beginners, where the Absolute Beginners at. Und das Geile war, ich habe das in dem Moment auch so gefilmt mit meiner Kamera. Und dann ich filme das so und man hört dann nur mich im Aufschreien so, ja, hier, hier. Das war der Hammer. Also du hast praktisch seinen coolen Moment so ein bisschen angefüttert mit deiner Aufgeregtheit. Man hört dann auch noch ein bisschen unangenehm. Man hört dann laufe ich quasi mit der Kamera das Bild so nach unten, laufe ich auf die Bühne und dann hört man, wie ich zu ihm sage, Your God, man. Aber ich finde das halt so sympathisch, weil ich habe das jetzt eigentlich nur mal irgend so ein Foto rausgesucht, um mal so zu zeigen, anhand auch eines Beispiels, halt wie lange und mit wie viel Energie du das schon wirklich machst. Und damals noch mit den absoluten Beginnern. Jetzt mittlerweile schon eine ganze Zeit lang alleine. Auch dort hast du immer ganz viele verschiedene Sachen gemacht.